Hallo ihr Lieben, ich bin's Mickey Muffin und ich bin heute auf der Extasia und mache heute hier meinen Adult Performer Podcast. Und ich habe die wunderschöne Mia May hier gesehen. Hallo zusammen. Du hattest da vorhin eine wundervolle Show. Ich habe mitgeguckt. Wie war es für dich? Es war einfach unglaublich. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Ja? Ja. Ist es okay für dich, wenn die Leute so ganz nah stehen und dir zugucken? Ja, aber natürlich. Ich meine, da war in der Mitte so eine ganz süße kleine. Und da habe ich auch dann extra noch in die Kamera geguckt und ihr auch mal einen Knutscher entgegengehaucht. Weil ich finde es einfach schön, wenn deine Arbeit so bewundert wird und gut ankommt. Genau, weil da siehst du das Publikum direkt und du siehst deine Fans direkt und ja, ist mal schön, so sich ein bisschen zu verbinden. Schöne Wortwahl. Ja. Du hast ja auch einen Online-Shop, oder? Genau, Shop. Ja. Was hast du da alles zu vertreiben? Also auf meinem Webshop findet man meine Kalender, da kann man auch Höschen kaufen, da kann man auch Nylons kaufen, meine Videos und natürlich gibt es da auch etwas in dem Dark-Bereich, ja. Was aber auch nicht gerade YouTube-konform ist. Ja. Darum sage ich einfach nur mal Dark-Bereich. Wie viel Extasia ist das für dich? Das ist meine zweite. Also warst du letztes Jahr auch schon da? Ja. Okay, und wie gefällt dir dieses Jahr? Doch, es ist echt cool. Ich habe das Gefühl, es sind dieses Jahr ein bisschen mehr Leute da als letztes Jahr. Und es ist einfach toll. Die Vibes und das Feeling ist einfach großartig. Gehst du sonst noch auf irgendwelche Messen? Ich habe vor, tatsächlich nächstes Jahr auch die Venus mitzunehmen, weil für dieses Jahr hat es leider noch nicht ganz gereicht. Aber das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Do-Liste fürs nächste Jahr. Das ist super. Ich wollte jetzt irgendwas fragen, aber es ist mir weggerutscht. Ach so. Wie viele Videos hast du mittlerweile gedreht? Oh. Hast du noch einen Überblick? Oder schwierig zu sagen? Ich habe schon diverse Videos gedreht. Auf meiner Webseite müssten es tatsächlich schon über 20 sein. Und einige sind auch noch im Schnittverfahren. Also ich kann dir leider gerade keine genaue Zahl nennen. Okay. Außer viele. Was macht denn deinen Videos am meisten Spaß, so beim Drehen? Das Ambiente tatsächlich. Also es ist immer, ich produziere mich selbst. Ja. Und habe dementsprechend halt auch, also meine Kameraleute und so, das sind von mir angestellt. Und es ist einfach immer feuchtfröhlich. Also teilweise gibt es da auch sehr viele Humorszenen und mussten wir auch hin und wieder mal cutten, weil man mich zum Lachen gebracht hat. Ja. Und das ist gerade nicht besonders lustig. Ja. Also es ist schon lustig, aber es ist nicht besonders gut, wenn du gerade erotisch sein sollst. Und ja. Dann musst du dir ein Lachen, dann, das passt nicht so ganz. Aber alles im einen ist es einfach ein wundervolles Gesamtkonzept. Also es macht sehr einfach gut Spaß. Ich sag das auch immer, das Schönste an den Videos ist eigentlich die Produktion und die Atmosphäre am Set und was man eigentlich produziert für den Zuschauer. Und genau, ja. Der Set steht eigentlich so ein bisschen nebenan und eigentlich das ganze Ambiente drumherum, das was schön ist. Ne? Kann man so sagen, ja. Und im Grunde genommen ist es auch einfach toll, weißt du, wenn du das fertige Endprodukt dann hast, ja. Dann fühlst du dich einfach besonders stolz und sagst, ja, ich habe wieder was ganz Geiles gemacht. Ja. Und das macht einfach ultra Freude, dann auch zu sehen, wie es dann ankommt. Machst du eigentlich auch Webcam? Ja, tatsächlich habe ich auch ganz viel während der Corona-Zeit gemacht. Da musste man ja ein bisschen kreativ werden. Genau. Da haben die meisten angefangen mit Webcam. Genau. Aber ja, doch auch für Webcam-Sessions kann man mich auch buchen, das ist kein Problem. Wo machst du Cam? Auf welchem Portal? Tatsächlich gerade momentan nur für mich selber. Ich suche noch, ob ich mich auf irgendwelchen Stream-Portalen mit draufhaue. Ja. Ich habe auch mal ein, zwei Mal über OnlyFans gestreamt, das auch. Ja, also follow to my OnlyFans-Kanal. Link in Beschreibung. Aber es ist super, wenn du das auch für dich machst, mit Leuten, die du schon ein bisschen vielleicht auch kennst und vertrauen kannst und so, das ist auch sehr, sehr cool. Da hast du halt nicht jedes Mal jemand anderen oder 100 Zuschauer oder so, sondern hast mal jemanden für dich, auf den du dich konzentrieren das kannst. Das macht aber im Grunde auch den Reiz. Also im Grunde genommen kann man auch, es ist natürlich, wie du sagst, ein etwas sichereres Ambiente, genau. Wenn du mit deinen eigenen Leuten drehst, aber wenn du tatsächlich mal auch neues Publikum dazu hast, gibt es auch so diesen gewissen Nervenkitzel, das macht es auch spannend. Und es wird auch nie langweilig, weil du triffst immer neue Leute und die haben auch wiederum was zu erzählen und im Grunde genommen lernst du eigentlich nur aus solchen Treffen. Also du machst eigentlich Erotik so seit der Corona-Zeit, oder? Ja, da bin ich halt auch 18 geworden. Also es war nicht das beste Jahr, 18 zu werden, so 2020 war. Oh je.
Aber ich habe es war gut. Ich habe mich über meine Wege durchgemogelt und ja, bin jetzt hier. Ja, sehr gut. Ich denke, du hast doch zur richtigen Zeit angefangen. Da konntest du wenigstens auf deine Karriere fokussieren und auf Cam und auf dies, das, jenes. Also passt schon so. Ja, doch. Ja. Also in alles im einen, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, bin ich doch verdammt zufrieden. Sehr gut. Wo kann man dich überall auf Social Media finden? Also man kann mich auf X finden, natürlich auf OnlyFans. Einen Fansly-Kanal habe ich auch. Und jetzt seit neuerem kann man mich auch auf Twitter. Das gibt's ja gar nicht mehr. Auf Instagram, das war's. Ja. Instagram und Facebook-Kanal habe ich tatsächlich auch. Ja. Und jetzt habe ich den letzten vergessen. Es gab noch einen. Telegram? Genau. Dankeschön. Gerne. Telegram habe ich tatsächlich auch, ja. Wir verlinken natürlich alles, damit ihr wundervoll, auch mal nachgucken könnt. Und ja, vielen lieben Dank für das Interview. Oh, ich bedanke mich. Es war ja einfach toll. Und dein Outfit ist einfach der Hammer, muss ich noch kurz mal nebenbei bemerken. Vor allem die Schuhe. Film mal bitte die Schuhe. Ciao. Tschüss. Hey Lieben, danke, dass ihr euch das Video bis zu Ende angeguckt habt. Hier oben seht ihr mein letztes Video und hier könnt ihr den Rest meines Kanals angucken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Thumbs up da und ihr könnt meinen Channel auch gern abonnieren. Bis zum nächsten Mal.